Endlich. 40 Jahre Teilung, 28 Jahre Todesstreifen waren vorbei. Die gesamte deutsch-deutsche Grenze wurde geöffnet. Tschechien, Polen, Ungarn, überall stürzten die kommunistischen Diktaturen. In ganz Europa fielen die Barrieren, Menschen und Staaten wuchsen zusammen. Zwischen Wadikat und Rade wurden die Sperranlagen in der Silvesternacht 89 für Fußgänger geöffnet. Die Menschen trafen sich, konnten das Glück kaum fassen. Jahrelange Grenznachbarn fielen sich in die Arme, wurden Freunde. Also heute hier in Rada, gemeinsam mit den Wadekattern und vielen anderen Besuchern haben wir gemerkt, der 9.11. ist ein ganz besonderer Tag. Und in vielen Herzen und in vielen Gedanken wird einiges wieder wach, was damals vor 25 Jahren sich hier vollzogen hat. Dies ist ein wunderbarer Tag. Ein Tag, der für Freiheit und für Einheit steht. Wir haben es diesen mutigen Menschen zu danken, die den Mut hatten, sich von Unfreiheit zu befreien. Die auf die Straße gegangen sind. Wir Westdeutschen wissen, nicht wir haben die Mauer vom Westen eingedrückt, auch nicht westdeutsche Politiker, sondern es waren die Millionen von Menschen, die den Mut hatten, sich zu befreien und die riefen, wir sind das Volk. Dafür allen ganz, ganz herzlichen Dank, die den Mut hatten. Die Teilung Deutschlands war immer ein Familienlebensthema. Meine Mutter stammte aus Stralsund. Ich bin im besten Zonenrandgebiet, wie man damals sagte, groß geworden. Ich kann mich erinnern, es war ein Donnerstagabend. Ich war in meiner Schülerkneipe. Irgendwann kam jemand rein und sagte, die Mauer ist gefallen. Wir haben ihm nicht geglaubt, wir haben ihn zum Bier eingeladen. Es hat ein bisschen gedauert, das zu begreifen. Wir haben dann erst gegen 18 Uhr die Straße von Wadikat nach Wittingen passieren können und 10 vor 6 läuteten die Wittinger Glocken und das erste war es, so ein Dankgottesdienst nach Wittingen. Ja. Ich wünsche nur allen, dass diese Wiedervereinigung für viele Familien, für viele Freunde viel Glück gebracht hat, viel Segen gebracht hat und den Frieden in unserem Land. Heute saßen viele durchmischt und miteinander, haben sich gefreut, sich wieder getroffen zu haben und haben auch mal ausgeführt, was ist seitdem passiert. Und überwiegend können wir sagen, es ist viel gelungen, ganz viel hier vor Ort, in den Regionen, in den Ländern und auch im Bund, um diese Einheit weiter fortzuschreiben. Insofern vielen, vielen Dank und einen schönen Tag. Es war eine bewegende Veranstaltung heute, das ist eine bewegende Veranstaltung. Menschen aus Ost und West, will man gar nicht mehr sagen, aus Sachsen-Anhalt und aus Niedersachsen, die sich begegnen, die sich miteinander freuen, die sich auch ein bisschen daran erinnern, wie sie sich vor 25 Jahren gefreut haben. Und aus der Freude über die deutsche Einheit, über die Freiheit, die wir gemeinsam genießen können, auch hoffentlich Kraft für das schöpfen, was in den nächsten Jahren vor uns liegt. Also insofern eine tolle Veranstaltung. Danke an alle, die heute mitgewirkt haben. Danke, lieber Hubertus. Nur gemeinsam haben wir es heute geschafft. Danke. Und wir haben vielen Leuten Freude bereitet.